Wir haben in die Sauenhaltung investiert und haben uns hier für einen Außenklima-Wartestall entschieden. Haben in der Planung sehr viel Wert auf Tierwohl gelegt. In dem Stall halten wir ungefähr 220 tragende Sauen, geben ihnen mindestens 20% mehr Platz, arbeiten dann hier mit Stroheinstreu für verschiedene Funktionsbereiche. Einmal der Einstreubereich zum Liegen, dann der Spaltenbereich zum Koten und zum Kühlen im Sommer. Auf dem Spaltenbereich eine Abbruchstationfütterung, das ist eine Einzeltierfütterung, können das Tier individuell füttern. Und dadurch hat sich dann weiterhin dieses EEP-Projekt mit dem Füttern für uns auch angeboten. In diesem Projekt wollen wir ein innovatives Fütterungskonzept für Schweine entwickeln. Die Praxis soll dann dieses Fütterungskonzept anwenden können. Aber nicht nur in diesem Betrieb, auf dem wir hier sind, sondern für die Schweinehalter insgesamt. Das Innovative an diesem Fütterungskonzept ist sicherlich, dass wir verschiedene Rohfaserträger, wie zum Beispiel Luzerne-Grünmehl, Trockenschnitzel von Zuckerrüben oder auch Apfeldrester in größeren Mengen in dieser Futterdiät eingesetzt haben, weil wir wissen, dass diese Futtermittel positiv auf Tiergesundheit und Tierwohl wirken können. Das ist sicherlich zu der jetzigen Fütterung in vielen kommerziellen Betrieben ein großer Unterschied und ein sicherlich ein innovativer Fortschritt. Wir sehen schon, dass es zum Beispiel oftmals etwas grünlicher ist. Das kommt durch die Luzerne Grünmehl. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir das in Wasser einlegen würden, dass es mehr Quellvermögen gibt. Durch die Fütterung von mehr Faser erwarten wir, dass sich das positiv auf das Tierwohl auswirkt. Da wir in den großen Betrieben eine hohe Dichte an Schweinen haben und es immer wieder zu Konkurrenz zwischen den Sauen kommt, wenn es um die Fütterung geht und dadurch ein längeres Sättigungsgefühl, auch mehr Ruhe in den Stall reinzubringen. Zusätzlich haben wir eine Verdaulichkeitsstudie durchgeführt, um zu schauen, wie werden die Inhaltsstoffe im Tier verdaut, und konnten nachweisen, dass um ca. 10% die Rohfaser in unserem Versuchsfutter besser verdaut wurde als im konventionellen Futter, was eingesetzt wird. Wir haben die Hypothese, dass aufgrund der besseren Verdauung der Faser sich das Geburtsverhalten der Sau positiv verändert. Das heißt, wir schauen uns während der Abferkelung von jeder einzelnen Sau an, wie lange geht der Geburtsprozess, wie viele Ferkel werden geboren von der Sau und ist der Wurf untereinander ausgeglichen, sind die Geburtsgewichte einheitlich. Es war ein weiterer Aspekt in unserer Untersuchung, dass wir versucht haben, eben relativ wenig oder gänzlich auf das GMO-Soja zu verzichten und über Futtermittel, heimische Leguminosen, eben den Proteinbedarf unserer Sauen auch zu decken, was in diesen Untersuchungen auch sehr, sehr gut möglich gewesen ist. Ökonomisch ist es sicherlich derzeit noch nicht der große Vorteil, aber ich glaube, in Zukunft müssen wir diesen Weg gehen. Der Verbraucher wünscht diese Richtung, diesen Weg einzuschlagen, und daher konnten wir schon feststellen, dass wir auch ohne diese GMO-Sojaware adäquat unsere Sauen sicherlich ernähren können.